Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Infected. Natürlich für mich gleich im Anschluss. Produziere wieder ein bisschen vor für euch. Wir haben ja den Wagen jetzt gemacht. Jetzt ist natürlich das Holzholen deutlich einfacher für uns. Ja, da wäre wild. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal noch. Aber jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit die Schritte von dem wieder hier. Und das lenkt uns halt wieder ab von bösartiger Rentieren. So, normalerweise sollte es ja noch so sein, dass ein großer und ein kleiner Baum eine Wagenladung darstellt. Jo, sieht auch so aus. Geht das Ganze nämlich hier wieder wesentlich leichter von der Hand. Wir müssen halt einfach nicht mehr so viel hin und her laufen. Aber wir müssen natürlich auch in naher Zukunft mal wieder eine kleine Tour machen in ein Dörfchen. Beziehungsweise in irgendein Bereich von Zivilisation. Denn wir brauchen ja auch noch ein paar Technologien. Für uns wäre ja aktuell erstmal interessant die verbesserte Werkbank. Die wird uns schon ziemlich viel helfen. Aber müssen wir natürlich gucken. Es ist natürlich alles zufallsabhängig, das Ganze. Wo wir was finden. Hühnchen, irgendwann fange ich dich. Den nehmen wir jetzt aber gleich mal mit hier. Liegt jetzt so viel noch ein Stick rum? Nicht schade. Doch da. Wir brauchen ja auch gleich eine neue Axt. Oh, warte mal. Ich habe die Dinger ausgeblendet. Was ist los? Oh, Alter! Bock mich doch nicht so, bist du komplett bescheuert? Ey, ich dachte jetzt gerade, da kommt ein Bär oder was aus der Base raus. Die Teile sind auch überall, gell? Wartet nur, bis ich euch jag. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, wie die Bildqualität und der Ton jetzt in der letzten Folge und in dieser Folge ist. Denn ich habe ein bisschen die Einstellungen verändert und hoffe, es ist vielleicht angenehmer geworden. Zack. Man schaut ja auch immer, dass man die Qualität ein bisschen weiter nach oben schraubt. Und normalerweise sollte es besser geworden sein. Lassen wir uns mal überraschen, was ihr dazu sagt. Brauche ich? Doch, ich brauche für die Kiste noch Nägel. So, die restlichen Nägel, die packen wir erstmal hier rein. Das Ganze für die Seile können wir auch mal auf die Seite packen. Nee, ich wollte die eigentlich bloß verschieben. Gehst du bitte dahin? Danke. Und ich habe natürlich jetzt gerade keinen Stein mitgenommen, weil ich die alle in den Ofen gepackt habe.
Dann schauen wir mal, dass wir da oben kurz weiterkommen. Weil da wollten wir ja wissen, ob das auch winterfest wird hier. Ich sag mal, eine können wir noch drauf machen. Und dann könnten wir hier theoretisch nochmal zwei machen, bloß hier hinten ins Eck kriege ich keine Decke mehr. Also wäre quasi dieser eine Bereich notfalls nicht winterfest. Aber das werden wir ja sehen. Aber so sieht es schon mal ganz gut aus. Oder? Moment, habe ich da Wände gesetzt da hinten? Ja, habe ich. Müsste man halt das eine Eck irgendwie ausklammern mit einer Tür. Den setzen wir noch dahin. Gib mir mal den einen nochmal mit, bitte. Kann ich den überhaupt bauen hier oben? Ja. Das wäre nämlich wichtig. Gib mir gerade nochmal was hiervon. Wir holen auf jeden Fall gleich wieder eine neue Ladung. So, die Bretter auch gleich mit. Wir haben Durst. Ich wollte gerade sagen, was hat er? Sollte ja kein Problem sein. Hier fehlen eigentlich nur noch drei Bretter aktuell. Okay, wir haben nur noch zwei. Lass mal die schnell noch durchschneiden. In der Zeit kann ich noch einen kleinen Schluck trinken. Das Huhn hört sich ja gerade so an. Wäre das hier in unserer Base? Hätte ich natürlich nichts dagegen. Da kann es bleiben. So, dann kommt jetzt eigentlich das hier noch hin. Und da bin ich jetzt gespannt, ob ich an beide auch hinkomme zum Bauen. Sieht aber so aus. Ist ja eigentlich nur als Vorbereitung für den Winter. Da ist Speedy Huhn. Dass wir im Notfall halt wirklich einen Rückzugsort haben. So, dann brauchen wir jetzt den da. Das ist eine neue Axt, bitte. Das kommt gleich wieder zurück. Und ich lasse den Wagen mit Absicht hier draußen. Weil ich das eigentlich nicht so cool finde, wenn man mit dem in die Base reinfährt. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Über die Treppen da hochzuschieben. Ja, 1, 2, 1, 2, 1. Müssen wir natürlich hier auch wieder nachlegen. Und die Stahlbarren jetzt, die heben wir natürlich auf. Da habe ich ja wieder keinen Platz in dem Ding hier drin. Packen wir hier rein. Und dann holen wir nochmal eine Ladung.
wenn das Ding hier an mir vorbeiläuft, wird mir halbes Herz stehen. Konnte ich die Dinger nicht immer werfen? Dann nehme ich dich halt so mit, wenn du da schon festgebackt bist. Dachte eigentlich, vielleicht kann man es auch mit der Hand fangen. Aber das ging leider nicht. Zumindest nicht, wo ich den Speer in der Hand hatte. Aber das wäre eine interessante Nummer gewesen. Nehmen gleich nochmal einen mit. Und dann hätte man den Stall nämlich auch ohne Betäubungspfeile füllen können. Den Stall natürlich. Da brauchen wir nur noch einmal einen Stamm. Dann ist das Eck auch durch. Wir werden gleich mal als Vorbereitung, dass wir da gar keine Probleme kriegen, werde ich mir gerade überlegen, wie wir das machen. Moment, wir bauen als erstes mal eine Tür. Oh, das sieht gut. Weiß nicht, kommen wir da durch? Ich glaube, das ist fast sinnvoller, hier reinzubauen. Nee, nee, ist nicht sinnvoll. Bestätigen. Aber wir können. Oh nee, wir können hier eh nicht viel machen. Da könnten wir den Bereich eigentlich auch einfach ausklammern. Aber wir können theoretisch ja einfach eine Kiste dahinter stellen oder zwei. Geht das wenigstens trotzdem irgendwie als Lagerbereich und da würde ich es dann doch hier machen. Obwohl wir das hier eigentlich auch in der Optik von der Innenwand machen könnten. Ne, da brauchen wir Bretter. Wir machen nur Bretter. Ne, wir machen es so. Wir machen es so. Und dann gehen wir gleich nochmal eine Ladung Holz holen. Der Bock ist immer noch da hinten. Aber warte mal, wenn du da schon hängst. Dann nutzen wir das doch jetzt einfach mal. Wir haben zwar immer noch den Bären drin, aber was soll's. Ich kann jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr in den Wagen reinlegen, weil da mein Holz drin ist, ja. Dann machen wir es so. Müssen wir den auch bald schlachten, dann müssen wir aber ein Trockengestell oder was haben. Dass wir das Fleisch auch verwerten können. Weil sonst hat das ja aktuell keinen Wert. Dann fahren wir jetzt doch schnell rein. Weil ich möchte das nicht hier draußen stehen haben.
Warum auch immer. Ich will ja wilde Tiere anlocken. Viel Spaß. Ja, dann warte mal, ich brauche noch Holz, dass ich die Wand da oben fertig mache. Gib mir das doch gerade, es wird eh gerade dunkel. Da fehlen mir noch zwei Bretter. Die schneiden wir schnell. Dann müssen wir hier mal ein bisschen umstrukturieren. Ich denke, dann werden wir den Schlafbereich nach oben verlegen. Und wir werden auch hier definitiv noch eine Tür reinsetzen. So, da brauchen wir 8 Bretter für. Kriegen wir auch noch hin. Und dann würde ich fast sagen, dass wir unseren Schlafbereich nach oben verfrachten. Und eigentlich müssten wir unseren Wasservorrat nachfüllen, wenn es schon regnet gerade. Wie viel haben wir denn hier noch im Feuer eigentlich? 60, da ist nichts mehr drin. Warte mal, wir haben bestimmt noch eine Kohle rumliegen. Dann zünden wir das mal schnell. Was war das? So, und dann werden wir auch das hier, das Huhn hier schön auf die Seite legen. Und werden das hier mal kurz nachfüllen. Das wenigstens schon mal nicht verschwendet. So, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weil dann wäre quasi. Oder müssen wir auch noch eine Kohle reinwerfen? Die Base so weit dicht. Mal schmeißen wir das noch rein. Machen wir jetzt aber noch nicht an. Lassen wir mal so. Müssen wir eigentlich nur noch das Fenster hier dicht machen und hoffen, dass dieses Wandelement hier, wo wir nicht bauen können, zumindest habe ich noch keine Stelle gefunden, von der aus wir es könnten. Dicht hält. Weil sonst müssen wir uns hier auch was überlegen. Ich glaube, notfalls wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir hier einfach eine zwei Wände machen und von der Seite eine Tür rein. Dass, wenn das nämlich nicht der Fall ist, dass wir hier draußen erfrieren sollten, nehmen wir das einfach als Lagerbereich. Und wir brauchen jetzt was für Fleisch. Das würde ich fast dann ganz gerne hier hoch machen, weil. Obwohl. Wir haben ja hier das gleiche Problem hier drüben. Könnte ja sein, dass hier hinter das auch nicht dicht ist. Dann müssten wir quasi dieses komplette Areal hier abtrennen. Na gut, aber das soll uns nicht behindern. Wir können ja trotzdem weitermachen und hier
ein paar Trockengestelle hintun. Auf den Rest können wir ja immer noch reagieren. 8 Stöcke, 2 Seile, Eisenbahn, jo. Das machen wir mal so. Da hätte ich ganz gerne auf jeden Fall mal 3 Stück. Und was machen wir denn hier an die Seite? Da würde ich dann eigentlich ganz gerne noch eine Kiste haben. Oder wäre hier oben was anderes gerade wichtig? Nee. Da machen wir das dann so. Dass wir dann hier 3 Kisten aufeinander stellen, wo wir den Rest von dem ganzen Zeug hinkriegen. Gibst mir mal den bitte. Du gibst mir mal den hier. Dann nehmen wir mal hier die ganzen Sticks raus. Und wir brauchen noch Seile eigentlich. Warte mal, dann nehmen wir die, was wir in der Tasche haben. Wie waren das? Sind das... Nee, warte mal, wie viel Teile brauche ich denn für ein Seil? Da oben ist ein Seil. 2 Pflanzenfasern. Also bräuchte man 10er Stacks. Warte mal, den 8er hier rüber. Bin ich doof? So machen wir das jetzt. 10. Geht aber auch nicht. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, dann muss ich da echt den ganzen Stack nehmen, oder? Ist das wirklich so? Ich brauche die Werkbank dafür, das ist das Problem. Das war unser Problem. So, hier fehlt jetzt noch ein Eisenbarren und 1 Seil und 4 Stöcke. Ein Seil, 4 Stöcke. Kommst du mal bitte mit? Hier hin. Hier. Wieder kommen, dann gleich da rein. Der kommt da rein. Und wir haben noch... Nee, wir haben keinen Eisenbarren mehr. Mhm. Das machen wir jetzt mal so. Dann haben wir das auch wieder im Griff. Dann fehlt nur noch der eine Eisenbarren. Hier oben brauchen wir nochmal 8 Bretter. Das sind 2. Das sind 8. Lass mal die noch schnell durchlaufen. Dann haben wir auf jeden Fall neue Lagermöglichkeiten oben. Dann kriegen wir auch so langsam eine Ordnung hier rein. So, das da. Warte mal, ist der schon fertig?
Nee, aber fast. Muss ich gerade nochmal gucken. Hier ist überall die Decke auf jeden Fall zu. Und ich bin mir gerade überlegen, ob wir das nicht einfach sicherheitshalber machen. Klar, verschenken wir da jetzt ein bisschen Fläche. Aber sicher wäre es natürlich, wenn wir hier einfach die Wand rüberziehen und das als Stockwerk nutzen für den Winter. Weil ich glaube halt wirklich nicht, dass diese Felswand hier wirklich dicht sind und uns hier vom das Wetter raus fernhalten. Obwohl, wir haben hier drin 39 Grad überall. Warte, hier ist 29. Und hier sind es 38,9. Also dann müsste das ja doch dicht sein, oder? Mal hier. 28. Doch, dann... Dann sollte die Base dicht sein. Müsste das passen. Wir nehmen mal jetzt alles mit hoch, was hier was mit dem Essen zu tun hat. Beziehungsweise erstmal Knochen und so weiter. Die Federn, also die ganzen tierischen Produkte. So, das passt. Der Barren ist durch. Das kann noch ein bisschen schmelzen. Wir müssen uns dann eh nochmal Kohle organisieren. Aber das sieht gut aus. Und hier werden wir dann einfach ein paar Kisten reinmachen. Oder die Batterie, da wo wir eigentlich eh nicht mehr hin müssen. Wäre auf jeden Fall interessant. Dann nehmen wir jetzt noch das Bettchen. Halt, nicht die Karte bitte. Das Bettchen mit. Das hätte ich dann auch gerne hier oben. Weiß nur gerade noch nicht so genau wo. Normal wäre es jetzt hier an. Hier gar nicht so blöd. Dann machen wir es nämlich hier. Da ist es nämlich platzsparend. Und schlafen auch gleich mal eine Runde. Nee, sieht gut aus. Weil wir werden nämlich hier oben auch noch ein bisschen optisch was gestalten. Bloß ich glaube für die Optik... ...werden wir hier so eine Innenwand nehmen. Beziehungsweise, blöde Idee. Wir machen Geländer hin. Rüstung. Ach Gott, die gibt es auch für die Treppen draußen, oder wie? Interessant, interessant. Das ist allerdings noch so ein Ding, dass es das halt leider nicht für diese Sorte wirklich gibt. Das müssen wir wieder mit der Seite machen, oder? Ah, das kann ich drehen. Das ist perfekt. Und dann hier. Doch, gibt sogar alles. Da sieht man schon, dass man halt nicht oft mit dem ganzen Zeug gearbeitet hat. Und was ich hier optisch noch gerne drin habe, ich weiß, es ist nur eine Spielerei. Aber... Warte mal, bist du jetzt ein normaler Masten oder bist du... Du bist die Holzsäule, okay. Mal so hin. Dann werden wir aber die Säule hier
auch nochmal umpositionieren. So. Sieht es, glaube ich, optisch schon mal ein bisschen schöner aus. Ist es hier auch abgegrenzt, man fällt nicht leicht runter. Kann dann hier noch so einen schönen Küchenbereich machen. Was auch geplant ist, ich möchte ja auch den Schlachtertisch eigentlich auch hier oben dann haben. Müssen wir bloß noch gucken, wie wir das Ganze machen. Aber beim nächsten Mal werden wir erstmal die Tiere verarbeiten. Und unsere Vorräte auffüllen. Und dann natürlich auch die Fenster machen. Aber ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ihr hattet Spaß dabei. Lasst gerne ein Däumchen da, auch gerne wie immer einen Kommentar mit Tipps, Tricks oder Anregungen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.